Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und das ist wieder Craft Attack 8. Wir werden heute einen Villager-Brüder bauen und an unserer Base weiterbauen. Das wird cool. Ich freue mich. Bevor wir das machen, müssen wir unsere Werkzeuge reparieren gehen und da schleichen wir uns mal eben kurz in Spark seine Farm. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, seine Farm zu nutzen. Das weiß ich nicht. Um ehrlich zu sein. Aber ich dachte mir, er hat nicht wirklich einen Nachteil, sondern eher einen Vorteil, wenn ich bei ihm quasi Gold produziere. Und ich habe den Vorteil, dass ich meine Ausrüstungsgegenstände repariere. Ich glaube nicht, dass er das nicht möchte. Ich werde ihn mal fragen. Von allen Seiten rücken hier die Truppen an, um mich zu vernichten. Aber leider laufen sie nur in ihren Untergang, die Lieben. So, unsere Ausrüstungsgegenstände werden jetzt mal alle repariert. Leider habe ich da noch kein Mending drauf. Machen wir noch eins nach dem anderen. Aber jetzt holen wir uns noch ein paar Level und dann düsen wir auch schon wieder ab. Noch sind nicht so viele auf dem Server. Und damit haben wir jetzt 36 Level. Ich denke, das reicht uns. Müssen wir nur den Ausgang wiederfinden. Hat uns gefreut. Adios. Der Weg ist ganz schön lang, aber ich muss sagen, er rentiert sich. Ich bin jetzt auf dem Weg in unser Dorf, denn ich möchte einfach noch ein paar Gegenstände von mir verzaubern. Versuchen wir unser Glück mal bei unserem Helm. Halt, Lapis Lazuli brauche ich noch. Protection 4. Nehmen wir doch einfach mal. Ja gut, okay, ich hätte mir noch sowas wie Respiration oder so gewünscht. Unbreaking 3 und Depth Rider, das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Schön. Jetzt sind wir hier unten in meiner Base, wo wir auch den Villager Breeder hinbauen werden. Und das Erste, was wir machen, ist mal hier überlegen, an welche Stelle der am besten kommt. Das hier ist der Mittelpunkt, den sollten wir eigentlich mal noch da lassen fürs Erste. Und die Ebene, die ich jetzt gerade hier wegbaue, kann nochmal weg, denn das wird Fußboden werden, den wir früher oder später sowieso ersetzen werden. Eventuell bis hier, ich lasse mal das da hinten, weil dahinter, wenn da Technik ist, interessiert es uns nicht so sehr, was für ein Boden da ist. Das hier vorne interessiert uns aber schon. Das heißt, wir machen das hier weg und hier, glaube ich, ist sowieso die Umrandung, die rumlaufen soll, die wir erstmal noch lassen. Schauen wir mal. Weil da kommen die Wände oben drauf. Ja, genau, hier kommen Wände oben drauf. Müssen wir schauen, wie wir das machen. Wahrscheinlich kommt der Rand dann auch noch weg, weil die Wand bis runter geht. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir diesen Villager Breeder hier reinlegen. Es wird eine große Zelle geben, sage ich jetzt mal, in der befindet sich die Nahrungsversorgung. Das machen wir wahrscheinlich hier im hinteren Bereich. Hier. Dort ist Nahrungsversorgung für die Dorfbewohner. Dann gibt es einen Ort, wo die Babys transportiert werden. Und dann gibt es einen Ort, wo die erwachsenen Villager sich sammeln. Und dann gibt es einen Ort, wo wir die erwachsenen Villager durch unsere Burg transportieren können. Das heißt, ich werde hier hinten jetzt eine Fläche machen. Mit der fange ich auch wirklich hier direkt an der Kante an. Und diese Fläche, die wir ausgraben, muss 11x11 groß sein. Bedenkt bitte, dass bei dem 11x11 großen Loch bereits eine zusätzliche Wand wieder mit eingerechnet ist. Das heißt, ich grabe 11x11 und baue aber dann den äußersten Ring wieder mit dem Material zu, den ich möchte. Wenn euch das egal ist, müsst ihr nur ein 9x9 Loch machen. Wenn ihr nicht genau wisst, wovon ich spreche, wartet's ab, ich zeig's euch. Ihr fragt euch jetzt sicher, wie tief muss ich runtergraben? Ich für meinen Teil, ich grabe wahrscheinlich noch, ich habe jetzt 2 runtergegraben und grabe noch 3 runter. Ihr braucht eigentlich nur insgesamt 3 runtergraben, denn dann macht ihr eine Ebene mit Erde und habt noch eine 2 hohe Ebene dann, wo die Dorfbewohner nicht raushüpfen können. So. Deswegen reichen 2 nach unten ausgraben völlig. Ich grabe jetzt noch weitere 3 oder 4, das entscheide ich jetzt spontan, weil ich die Dorfbewohner etwas tiefer haben möchte, dass ich ja, das einfach ein bisschen tiefer legt. Das ist einfach mein persönlicher Geschmack. Ich war jetzt nochmal ein bisschen Rohstoffe farmen für den nächsten Schritt. Dafür brauchen wir nämlich so ein paar Basaltblöcke und so weiter und so fort. Das ist aber nur Präferenz. Das braucht ihr jetzt nicht für die Farm an sich. Ich werde das nur gleich entsprechend gestalten. Ich möchte polierten Basalt verwenden und vielleicht in Kombination mit normalem Basalt. Lasst uns mal anschauen, wie das aussieht. Wir nehmen uns das hier, platzieren hier polierten Basalt, normalen Basalt, polierten Basalt. Könnte ganz cool ausschauen. Wenn ich da jetzt in die Mitte auch polierten Basalt reinmache, so. Passt wahrscheinlich besser farblich. Und ich habe im Ofen schon mal angefangen, polierten Stein zu machen. Davon brauchen wir auch ein bisschen. Zeige ich euch, was ich damit vorhabe. Für alle, die noch nicht im Stream dabei waren, wir haben jetzt hier wieder unsere Lieblingsaufzüge, in denen wir hier zwischendrin aussteigen können oder aber auch bis ganz rauf fahren können, hier wieder runterhüpfen. Zack, dann sind wir auf der Zwischenstation.
Wenn wir weiter runter wollen, gehen wir hier einfach wieder rein und springen hier runter. Yay! Wir hüpfen jetzt wieder in unser Loch rein und machen die äußerste Reihe, die 11x11 ist. Füllen wir mit irgendeinem Block auf, das spielt tatsächlich keine Rolle. Und dann füllen wir alles bis auf den Mittelpunkt, den wir freilassen, mit Erde auf. In den Mittelpunkt setzen wir dann Wasser rein. Das ganze Feld ist schon bestellt. Damit es hier nicht zu dunkel wird, müssen wir jetzt schnell arbeiten. Wir löschen hier nochmal einen Block weg, setzen dann einen Komposter hier in die Mitte rein. Schwupp. Auf den Komposter setzen wir einen Glowstone oben drauf. Den bauen wir ab. Feld neu bestellen. Halt. Kartoffel drauf. Und dann machen wir uns an die Wände. Für die Wände habe ich mir gedacht, mache ich einen Ring aus Smoothstone hier unten, aus diesem glatten Stein. Fülle dann die Wände mit ganz normalen Steinziegeln aus. Und setze dann oben drauf nochmal eine Reihe polierten Stein. Jeder, wie er mag, los geht's. Damit die Pflanzen hier alle gut wachsen, müssen wir natürlich noch Licht anbringen. Ich würde jetzt einfach immer eins, zwei von der Wand wegzählen und eine Fackel anbringen. Eins, zwei, zack, so, zack. Jetzt habe ich mir mal diesen wunderbaren polierten Basalt ins Inventar geholt und werde diese Reihe hier gestalten. Hier, denkt dran, ist Wand, das wird nachher entsprechend verkleidet. Wir fangen mit so einem Block an der Wand an und klicken uns jetzt einfach mal jeden zweiten so durch. Und dann verbinden wir die, sobald wir das geschafft haben, einfach mit liegenden Blöcken. So. Das wäre eine Reihe, die hier so abtrennend fungiert. Ich denke, wir werden die auch hier rüber noch ziehen. So. Und hier jetzt das Gleiche. Und dann füllen wir die Fläche hier mit schwarzem Glas auf alle Fälle mal. Ich denke, das machen wir. Wie schaut es hier aus? Perfekt. So. Das können wir hier auch machen. Dann haben wir das hier umrandet. Und dann überlegen wir uns Stück für Stück, wie wir den Boden weitermachen mit jeder Etappe des Breeders. Das schaut doch schon mal ziemlich cool aus. Nachdem wir das jetzt haben, es schaut so aus, als könnte man reinfallen, ne? Aber da drüber ist Glas, keine Sorge. Nachdem wir das jetzt haben, müssen wir unsere Dorfbewohner da unten reinbringen. Dafür bereiten wir eine Kleinigkeit vor. Und zwar brauchen wir jetzt als nächstes sowieso auf der Seite hier eine Art Ausgang. Beziehungsweise eine Art da, wo es eben, ja, wo der Breeder weitergeht. So, dafür nehmen wir uns hier diese Mitte. Und durch die Mitte werden wir jetzt auch gleich die Dorfbewohner einbringen. In meinem Fall ist das sehr leicht. In meinem Fall muss ich nämlich nur die Dorfbewohner oben in Boote setzen, hier runterfallen, reinfahren und gut ist. Dafür mache ich jetzt alles so weit, so breit, dass ich wunderbar die Dorfbewohner hineinbekomme. Die Mitte ist uns jetzt erstmal wieder egal, die finden wir im Zweifel nachher wieder. Wir machen das jetzt hier ein bisschen breiter, als wir es brauchen. Dann können wir mit dem Boot schön reinfahren. Los geht's! Und jetzt können wir hier einfach runterfallen, ohne dass wir Fallschaden bekommen. Ist das nicht angenehm? Dann fahren wir hier rein. Fahren hier runter, wenden und parken den ersten Dorfbewohner am Zielort. Yay! So, ich hole dich gleich raus, ich hole noch deinen Kumpel. Der nächste Schritt der Farm funktioniert wie folgt. Wir müssen uns hier die Mitte wieder rauspicken. Denn hier in der Mitte geht's jetzt weiter. Ich tausche den Block noch aus, den brauchen wir einfach optisch, dass er mir besser reinpasst. Jetzt bringen wir nämlich einmal hier eine Falltür an, dass die Dorfbewohner nicht rauslaufen können. Und wir bringen hier eine Falltür an. Jetzt graben wir das seitlich hier noch weg und graben jetzt hier noch zwei nach unten. Hier werden die Babyzombies runterfallen. Und warum fallen die Babyzombies runter? Weil wir sie in die Irre führen werden. Wir werden ihnen suggerieren, sie haben die Möglichkeit, zu den Betten zu kommen und können dort Unfug machen und rumspringen, aber das ist leider nicht möglich. Nachdem es aktuell Nacht wird, empfehle ich euch, alle Zugänge, die ihr noch habt, zu diesem Breeder hier unten erstmal abzublocken, dass niemand rein kann. Wir können die jetzt dann auch rauslassen, wenn hier zu ist, dann können die schon mal anfangen, hier zu wursteln. Das machen wir vielleicht jetzt. So, den nächsten Schritt habe ich euch ja schon erklärt. Wir wollen eine Falle bauen für die kleinen Baby-Zombies. Ich habe hier nur einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar müssen wir direkt hier an der Erde anfangen. Hier an der Erde wird die Falltür platziert. Hoppala, gehen wir mal hier runter.
So, weil jetzt können hier, kann hier rübergelaufen werden. Das heißt natürlich im Gegenzug für uns auch, wir müssen hier 1, 2 Platz lassen und dann hier einen Block platzieren und hier die nächste Falltür ran. Jetzt denken Babys, oh, wir können ja hier rüberlaufen, schwuppdiwupp, und dann passiert das, dass sie da runterplumpsen. Jetzt müssen wir von hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weit graben und an siebter Stelle versenken wir eine Mauer im Boden. Ich passe wieder die Wände farbig an, so wie ich mir das vorstelle. Und dann platzieren wir hier an der hintersten Stelle eine Wasserquelle, die dann quasi die Babyzombies bis nach vorne auf diese Mauer drückt. Lass mich raus, lass mich raus. Um uns die nächsten Bauschritte etwas einfacher zu machen, wie gerade, weil ich ja gerade doch viel durch die Erde wühle, dachte ich mir, heben wir einfach den Quadranten hier nochmal aus. Dass sie einfach nochmal schnell weghauen. Dann können wir da leichter drin arbeiten und sehen auch besser, was passiert. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt nur noch einen Dorfbewohner mit der richtigen Berufung und der andere ist untätig, was gut ist. Das heißt, sie haben ihre Berufsblöcke, die ich oben abgebaut habe, aufgegeben und haben den hier unten angenommen. Also eher, das ist schon mal gut. Kleine Info zwischendurch, heute Abend, 20.15 Uhr, ist wieder Livestream hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Craft Attack, also wenn ihr Lust habt, schaut vorbei. Als nächstes brauchen wir hier eine Plattform von 3x3, denn hier dürfen dann die Betten drauf. Ob wir hier vielleicht sogar noch hochbauen, das müssen wir noch schauen. Wahrscheinlich ist es sinnvoll, das dann hochzubauen hier, so, dass die nicht seitlich ausbrechen können, die Dorfbewohner. Dann haben wir hier eine Plattform von 3x3. Dann gehen wir hier hin, bauen hier weiter und brauchen jetzt ein paar Schilder. Und zwar brauchen wir zum einen ein Schild hier, zack, und wir brauchen ein Schild hier, zack. Denn wir können jetzt nämlich gleich eine Wasserquelle hier oben anbringen. Bevor wir die Wasserquelle anbringen, brauchen wir eine 3x5 große Fläche. Das wäre hier 1, 2, 3 und dann 1, 2, 3, 4, 5 in diese Richtung. Hier die Fläche, zack, einmal auffüllen und dann haben wir die richtige Größe. Wir müssen hier definitiv noch ein bisschen was verschönern, aber bevor wir verschönern, machen wir noch die nützlichen Sachen. Ich habe hier zwei Lichtquellen angebracht und möchte jetzt ein bisschen mit Glas bauen, dass man auch ein bisschen mehr sieht, wenn man von oben reinschaut. Deswegen baue ich einmal hier den Block aus Glas. Hier brauchen wir noch Blöcke aus Glas, da würde ich jetzt auch noch zwei hochbauen. Schauen wir mal, wie wir das dann hier nochmal anpassen, aber ich glaube, fürs Erste ist es okay. Dann hier und hier aus Glas. Und jetzt müssen wir diese 3x5 Fläche umranden mit zwei hohen Glasblöcken. So, denn hier werden später unsere Dorfbewohner drin gesammelt. So. Und die werden sich dann, sobald wir das Wasser angebracht haben, nämlich hier, alle in der Ecke sammeln. Es gibt noch einen kleinen Mechanismus, den wir hierzu bauen müssen. Den machen wir aber, nachdem wir die Betten platziert haben. Und ja, Betten muss ich erstmal Wolle holen gehen. Wolle holen wir am besten bei uns im Dorf hier. Da haben wir noch die Schafe. Und ich möchte sowieso ein paar hellgraue Bettchen bauen. Zurück in der Base bauen wir uns 4 Betten. So. Und ich möchte hellgraue Betten haben, glaube ich. Perfekt. 4 Stück. Die restliche Wolle packen wir zu unserer Keramik hier mit rein. Vielleicht an der Stelle kurz die Info. Diese wunderbare Farm, die ich hier gerade baue, habe ich mir natürlich nicht selber ausgedacht. Die habe ich bei Logical Geek Boy entdeckt. Der hat sie wahrscheinlich auch wieder irgendwo her. Ich habe sie nur ein bisschen angepasst hier an meine Umgebung. Schaut euch das Video gerne an. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Der erklärt das sehr, sehr gut und sehr einfach, dass man hinterherkommt. Auf Englisch halt, ne? So, was wir jetzt machen, die Betten so platzieren, dass sie mit dem Kopfkissen zu den Dorfbewohnern schauen. Und das letzte kannst du einfach hier so, zack. Und wenn jetzt sind die Betten aktiv, jetzt sollten die Dorfbewohner auch anfangen, Kinder zu produzieren. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ich hoffe es. Jetzt müssen wir noch das letzte Bauteil bauen und das wird ein Bauteil sein, mit dem wir die Dorfbewohner dann aus ihrer Ecke raustransportieren und dann zu dem Ort bringen, wo wir sie auch wirklich gebrauchen. Damit ich genügend Platz habe, muss ich hier natürlich erst wieder was freischlagen. Aber das machen wir jetzt ganz fix und einfach. So. Die Blöcke, wo die Dorfbewohner sich sammeln, sind hier. Das heißt, wir wollen hier unter diesem System ein Schienensystem anbringen, das dann mit Minecarts die Dorfbewohner nach oben transportiert. So, so
und dann hier raus. Dafür brauchen wir zwei Powered Rails, die wir hier unten anbringen. 1, 2. Und dann hier 1, 2, 3 normale. Die fahren dann erstmal hier gegen die Wand und gut ist. Funktioniert ganz einfach. Wir packen die halt, wir könnten es ja gleich richtig machen. Wir nehmen die Dispenser, den wir haben hier, setzen den hier rein, packen dort die Minecarts rein, nehmen uns einen Knopf und jetzt schaut her, bringe ich den Knopf hier seitlich an. Wenn ich den Knopf drücke, kommt hier ein Minecart raus, fährt rein, hier rauf und sammelt den Dorfbewohner an der Ecke an. Sobald wir einen haben, führe ich euch das mal vor, wie das aussieht. Und jetzt mache ich mich an die Arbeit, das alles hier zu gestalten. Mache ich da einen kleinen Zeitraffer, damit ihr seht, was ich mir so dabei gedacht habe. Action! Ich habe gute Neuigkeiten. Schaut mal, da ist ein kleiner Dorfbewohner. Das heißt, yes, es funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert wirklich. Ich bin bei solchen Sachen immer sehr skeptisch, aber ich denke, es funktioniert. Wenn einer schon da ist, werden noch mehrere folgen. Toi, toi, toi. Hier brauchen wir noch ein neues Design. Ich bin noch nicht ganz happy mit diesen Wartungsklappen. Fürs Erste bleiben die mal so. Da kann ich runter dann meine ganzen Sachen noch machen. Wir werden dieses Ende hier dann anschließen an die Trading Halls hier, die wir bauen werden. Da wird hier am Wand wahrscheinlich die Bahn fahren. An der Wand. Das müssen wir uns noch anschauen. Vielleicht auch in der Wand. Wird sich zeigen. Ich werde mich jetzt noch hier unten gemütlich hinstellen und beobachten, ob auch noch mehr Dorfbewohner kommen. Nebenbei werde ich das Video für euch schneiden, hochladen und so weiter und so fort. Wir sehen uns heute Abend um 20:15 im Livestream, können nochmal ein Auge drauf werfen, ob wie weit wir hier gekommen sind und werden dann höchstwahrscheinlich am One Diamond Group Headquarter ein bisschen basteln. Ist alles noch nicht ganz sicher, wir werden es sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, wenn ihr neu seid, vergesst nicht zu abonnieren, ansonsten würde ich sagen, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat's euch!